Guten Tag, ihr Lieben, und willkommen zu diesem neuen Video. Heute sind wir wieder auf reefergames.net zusammen mit der Melina. Yeah. Genau. Und wir gucken uns heute Plots an wieder. Ganz kurz für neue Leute, wenn ihr auch wollt, dass ich euer Plot vorstelle, dann schreibt unten bitte euren Namen und das Citybild, beziehungsweise euer Plot und das Citybild in die Kommentare. Und ich weiß nicht, wenn es zu viel wird, werde ich mir nur random Leute raussuchen, aber ich probiere mal alle zu machen. Und ja, bitte unter dieses Video kommentieren. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir direkt an und gucken uns hier das nächste Plot an. Genau, ich werde versuchen, das alles immer irgendwo auf dem Bildschirm einzublenden, wo wir gerade sind. Also einfach mal gucken. Wie kommen wir da rein? Ja, P-Mittel. Achso, ja. Keine Ahnung, vielleicht kann man da irgendwie runterspringen. P-Mittel. Ja. Kann man runterspringen, aber pass auf, dass du nicht stirbst. Ah, ich bin doch, kennst du mich doch, ich sterb doch als Erster. Genau. Hat mal Leertaste gedrückt. Aber dann bist du unten. Ey, komm an, halt nirgendwo rein, ist doofe. Okay. Ja, ich sag, wir wollten es ja kurz halten, weil wir Treibplatz angucken müssen in dem Video, also passt das. Ja. Gut, dann, ja, keine Ahnung, also ich finde die Burg eigentlich, ist eine schöne Idee. Ist, glaube ich, noch nicht fertig hier oben. Keine Ahnung, es sieht auch irgendwie ein bisschen unsymmetrisch aus, oder finde ich das nur? Ja, doch, doch. Also, irgendwie schon. So als Tipp von mir, versuch symmetrisch zu bauen, wenn du nicht weißt, was das heißt, dass alles nach Spiegelachse geht. Das heißt, wenn du einfach in die Mitte einen Spiegel halten würdest, dass es auf beiden Seiten gleich aussieht. Hast du das eben auch gehört, Mimi? Was denn? Ja, die Leute im Video werden es gehört haben, was ich meine. Keine Ahnung, ihr könnt ja mal schreiben, was das war. Irgend so ein Sound, keine Ahnung. Egal, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten das Plot. War Dings da. Ja, genau. Jo. Würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Plot und bis gleich. So, da sind wir jetzt auch beim nächsten Plot angekommen und gucken da mal. Ich glaube, also ich finde das jetzt schon, um ehrlich zu sein, wesentlich eigentlich schöner, auch wenn es nur so ein Kasten ist. Ich sag, Patty liebt Kästen. Das ist auch nicht symmetrisch. Egal, also ich finde es aber von innen irgendwie schöner. Also zumindest im Texture Pack gerade. Dann hier eine Kasse. Ja, ist auch richtig nice. Achso, das ist mit Glas getrennt. Das sieht man hier gar nicht, okay. Dann die Preise. Ja, das ist eigentlich ganz nice. Hier Köpfe. Alter, guck mal, der Insta-Kopf ist voll geil. Dann hier YouTube, Twitter. Dann... Ist das ein Spawner-Kopf? Ja, ich hab den auch. Nice, ja moin. Alter, das ist ein Jelly-Kopf. Guck mal. Und hier ein Beacon, Alter, alles klar, was es für Köpfe gibt. Ja. Was gibt's hier? Privat, kein Zutritt. Lass mal reingucken, Alter. Werkzeug. Das ist wahrscheinlich Lager oder so. Werkzeug, hat Werkzeug auseinandergeschrieben, Meli. ja, dann lass mal hochgehen. Was gibt's denn hier oben? Oh, Banner. Oh, Alter, die Banner sehen geil aus. Ich schwöre, wenn ihr mal irgendwie das Verlangen habt, mir Geld, auch Geld zu spenden, genau. Mir irgendwas zu spenden auf Griefer Games, ganz ehrlich, guckt, dass ihr einen Banner macht und werft es mir in meine Spendendose auf CityBuild 2. Ganz ehrlich, also auch für... Ja, für, Alter, für Banner, oh mein Gott, die sind alle so geil. Es ist auch noch irgendwie sortiert. Ey, guck mal, ist das nicht ein Black Ops 3 Banner? Ja, irgendwie schon. Doch, oder? Geil, Alter. Ja, ist es. Ja, moin. Alle da vorne, die Mobs. Okay, ich feier's. Also das Plot gefällt mir schon besser. Jo. Ich glaube, das ist jetzt... Ich will jetzt nicht sagen, wie es jetzt das beste Plot, aber... Es gefällt mir einfach. Also, ne, es gefällt mir. Würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Plot. Gell, Meli? Jo. Gut, dann sehen wir uns gleich wieder. Gut, Leute. Wir sind dann beim letzten Plot für die Folge heute. Und lol, wir sind erst bei 5 Minuten. Alter, es wird heute ja voll das kurze Video. Und oh, wir haben 3 Plots, Alter. Egal. Das passt. Dann guckt ihr wenigstens nicht so lange. Dann müsst ihr so lange zugucken bei dem Scheiß, was ich hier mache. Also ich glaube, wir kommen hier auch gar nicht rein. Hört mal genau hin. Ja. Warte. Kann ich es lauter drehen? Mach mal die Sounds ein bisschen lauter bei dir. Hört ihr das? Ich glaube, das ist ein Lag-GS. Das klingt übelst danach, als ob der irgendwie versucht, Lags hervorzurufen. Über Redstone. Ja. Also, ja, ich sag, wie gesagt, ich blende euch mal unten alle Plots ein. Beziehungsweise, vielleicht packe ich es auch einfach nur in die Beschreibung nach Reihenfolge, weil das ist einfacher für mich.
wie sie im Video einzufügen. Also, genau. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag, ne? Millie, komm her. Komm da runter. Brav. Und jetzt guck wieder in die Kamera. Und schön winken. Okay. Und dann ciao. Keine Ahnung. Und schlaf gut, was auch immer gerade für eine Tageszeit bei euch ist, ne? Ciao.